sind wieder am Fahren. Daniel fährt heute mal. Ja. Und wir sind hier am Jaufenpass. Ihr seht, es ist sehr hoch. Und eigentlich haben wir gar keinen Sprit mehr. Wir hätten nämlich nicht gedacht, dass es so lange nach oben geht. Und unser Auto hat am Anfang noch gesagt, 316 Kilometer schafft es. Ja, und jetzt sind es noch 140. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir haben die höchste Stelle geschafft und sind wieder auf dem Weg nach unten. Und Sprit, check. 190 Kilometer noch. Jetzt hat es wieder aufgeladen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Meran. Soll ja eines der schönsten Städte hier in Südtirol sein. Wurde uns ganz wärmstens empfohlen bei unserem letzten Aufenthalt in Südtirol von der Chefin vom Lüsener Hof. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen auf jeden Fall mal 2 Tage Meran-Gegend einlegen. Deswegen, nächsten 2 Tage gehen wir zum Quellenhof. Ja, zum Quellenhof. Wird natürlich schwer sein. Wir werden natürlich versuchen, ein bisschen auch Meran zu sehen. Hey, du Penner, echt? Sorry. Ja, mit dem also wir werden auf jeden Fall versuchen, noch ein bisschen auch Meran Stadt zu besuchen, morgen vielleicht. Aber der Quellenhof hat natürlich auch eine irrsinnig krasse Saunalandschaft. Ja, ich glaube über 10.000 Quadratmeter. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. So, wir haben es geschafft. Duk, 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 da ist er. Ich glaube, der Quellenhof hat ein eigenes Ortsschild. Rezeption. Da müssen wir hin. Ja. Und Daniel hat sich was ganz Spezielles für unser Flitterwochen ausgedacht. Und hier im Quellenhof haben wir eine Suite, oder? Mhm. Das ist eine richtig, richtig tolle Suite. Also ich habe ja schon viele Zimmer in meinem Leben gesehen. Aber das hier toppt irgendwie alles. Also für all diejenigen, die auf die Malediven wollen, es gibt auch durchaus sehr schöne Bereiche hier bei uns in Europa. Und ich würde das jetzt dazu zählen. Knischt das richtig vom Feuer? Ja, wir haben hier natürlich so einen Essensbereich. Und also ich finde allein schon dieser Tisch und so, können wir schon uns so ein bisschen total inspirieren lassen. Total geschmackvoll eingerichtet, gell? Und hier ist das Master Bedroom. Mit einem Bad. Ist auch alles in diesem blauen Licht. Sieht schon sehr edel aus. Und so würde ich ja auch mein Schlafzimmer ein. Oh, jetzt, pass auf. Mit Kronleuchter. Ja, das passt nicht in jedes Zimmer, aber das hier. Und jetzt zeige ich euch das Nonplusultra. Wir haben nämlich eine eigene Terrasse. Nicht nur eine eigene Terrasse. Nein, nicht nur. Sondern eine eigene Sauna und einen eigenen Pool. Der ist noch abgedeckt, aber den kann ich gleich aufdecken, wenn wir später reingehen. Hier eine schöne Outdoor-Dusche. Zeige ich gleich mal die Aussicht. Okay, es regnet gerade, heute ist das Wetter nicht so prickelnd, aber das ist die Aussicht und ein Whirlpool. Ihr werdet mich später in diesem Whirlpool finden. Aber schon die ganze Anlage ist so mega krass. Also ihr seht, ist mitten hier in den Berg eigentlich reingebaut. Unglaublich schön. Und der Quellenhof ist eigentlich schon voll alt. Der wurde nur immer wieder weiter angebaut, ist bekannt für seine Forellen. Deswegen gibt es auch einen Forellenhofteil. Aber das ist jetzt die neue Residenz, die richtig schön ist. So, und ihr kennt es bereits, wenn wir in einem neuen Hotel sind, wird erstmal in die Sauna gegangen, ausgeruht, gechillt und später. Diese Badewanne sind voll schön. Ja, Anne ist wieder völlig im Thema drin. Ja, die haben so Teddyfell hier, ist voll schön. Teddyfell, oh mein Gott. Ich habe mich extra schön gemacht fürs Abendessen. Passiert nicht so oft, gibt's aber mal. Naja. Und jetzt wollen wir eigentlich noch in unseren privaten Whirlpool. Und deswegen werde ich jetzt mich umziehen. Da ist eine fremde Frau in meinem Zimmer. So, und warum diese, ich nenne es mal, dieser Kopfschmuck? Weil es draußen regnet und ich meine Haare so schön gemacht habe und trotzdem in den Whirlpool will. Deswegen muss ich jetzt eine Haube aufziehen. Wer kennt diese Haube noch? Ich kenne die noch von meiner Oma. Ja, jetzt gehe ich da in den Whirlpool. Anne mit der Badehaube im Whirlpool. Zu so einer Kulisse könnte ich, glaube ich, jeden Tag aufstehen.
Aber jetzt, vorm Frühstück, gehen wir erstmal ins Fitnessstudio. Vor 9, wir ziehen uns um, duschen uns und dann gehen wir schön frühstücken. Anna hat auch eine Sonnenbrille und sie zieht sie jetzt ausnahmsweise heute an, weil wir fahren nach Meran rein. Hier ist schon mal Stau. Ich glaube, das ist normal. Und die Frau hinter uns kaut sich die ganze Zeit den kompletten Finger ab. Wirklich. Ich glaube, sie ist dann auf dem Knochen angelangt. Abgesehen davon, das ist heute super Wetter. Gestern hat es ja geregnet. Und ich freue mich auf Meran, weil so viele von euch haben mir auch nochmal geschrieben, wie schön Meran ist und dass ich es unbedingt sehen muss. Und deswegen werde ich es jetzt unbedingt sehen. So, erster Eindruck Meran. Echt eine schöne Stadt, ja. Sehenswert. Und auch doch nach meiner Meinung ein bisschen schöner als Bruce. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt doch, hier ist alles sehr ruhig, sehr runtergefahren, so von der Geschwindigkeit her. Sehr viele alte Leute natürlich auch, aber macht schon Spaß. Ja, und auch voll schön hier diese Blumenanlagen und so angelegt. Echt schön. Und jetzt was essen? Kaffee trinken? Wir gehen jetzt mal gucken, was hier schön zu essen gibt. Genießt das Leben im Urlaub. Nicht immer von einer zur nächsten Attraktion rennen oder so. Ich weiß, hier in Meran gibt es so viele tolle Stellen. Stimmt. Aber auch mal ein bisschen einfach die Leute beobachten, was Leckeres essen. So bekommt der meisten von der Stadt mit. So, wir sind jetzt hier. Wie heißt das Restaurant? Wir verlinken es unten in der Infobox. Ja, genau. Genau, richtig lecker, richtig typisch italienisch. Anne macht den Salat an. Ich habe eine leckere Lasagne. Oh, noch zwei Kaffee. Damit die junge Dame wieder munter wird. Also war unglaublich lecker. Ja, also bei mir war es natürlich eher ein einfacher Salat. Das wollte ich ja. Weil Anne hat bald wieder ein Fotoshooting. Ja. Dann muss sie wieder ein bisschen weniger essen. Oder viel will. Ich sage immer, ist mehr, aber... Und das Coole war eigentlich, dass fast nur Locals, oder eigentlich nur, außer uns beiden, Locals hier drin waren. Alle haben sich gekannt und das spricht immer, finde ich, für ein Restaurant. Also wir verlinken es euch. In der Infobox. So, die Shopping-Süchtige hat ja zugeschlagen. Ist das nicht mal ein geiler Badeanzug? Ich weiß, er ist sehr freizügig, aber so Sachen sind ja auch mal ganz schön, gell? Ich habe noch ein paar andere Sachen bei Zara gekauft. Ein Tuch und ein schönes Wickeltop. Wickeltop. Wie das angezogen aussieht, dann müsst ihr mir auf Instagram folgen, weil da werde ich das sicherlich mal posten. Wir gehen jetzt in die Sauna. Ich habe nämlich noch nie eine Sauna selbst angemacht. Und mal gespannt. Kriegst du das hin oder fackelt dann das Hotel ab? keine Garantie. Komm, Anne, mach uns stolz. Mit meiner Milchkelle. Nuschback, Läuschen. So, jetzt los. Hat jetzt momentan, zeig's euch mal, ist knapp über 60 Grad, aber die Luftfeuchtigkeit wird ins Unermessliche jetzt getrieben. Anne macht gerade einen Instagram-Livestream, müsst ihr unbedingt mal zuschauen. Das ist schon nicht meine. Also auf jeden Fall zu hoch gerechnet für das, was man an Gewicht hat. Und deswegen wird es oft zur Verkaufsmasche. Aber ich muss sagen, für Veganer und Vegetarier gibt es durchaus manchmal die Notwendigkeit. Da, ihr seid alle im Vlog. Schatzu. Für Veganer und Vegetarier gibt es durchaus manchmal die Notwendigkeit, wenn sie dann wirklich 2 Tage Quellenhof sind jetzt vorbei und es war richtig schön hier auch Meran zu sehen. Und wir ziehen weiter in das beschauliche, aber sehr romantische Lüsen. Und um Südtirol abzuschließen, haben wir als letzten Stop, und die mir auf Instagram folgen, wissen, wo das sein könnte oder den Blog lesen, und zwar der Lüsner Hof. Wir waren ja schon mal hier vor 3 Monaten,
das erste Mal, als wir hier in Südtirol waren. Und der Lüßner Hof und die Familie Hinteregger hat uns so das Herz gewärmt, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt hier nochmal hin. Und heute haben wir sogar die Suite. Ah. Mal gucken, wie ihr das alles findet, weil ich finde es wunderschön. Ich liebe diesen Holzstil, es ist so schön warm. Und wir haben sogar eine liebe Botschaft von der Familie Hinteregger bekommen, weil die wussten, dass wir geheiratet haben. Also das Persönliche steht hier auch so im Vordergrund. Total. Wir haben jetzt hier noch eine andere Botschaft, die ich später mir angucken werde. Und was auch immer toll ist, weil mit die besten Desserts machen die hier. Und da kriegt man immer so einen Gruß von der Küche mit ganz vielen selbstgemachten Pralinen. Aber ja, also wir zeigen erstmal das Schlafzimmer. Genau, die ist ja echt so. So stelle ich mir eine Alm vor eigentlich. Genau, also alles aus Holz. Hier duftet es wie im Wald. Ja, es kommt auch von den eigenen Wäldern. Das hatte nämlich... Stimmt, genau. Das ganze Holz ist aus den eigenen Wäldern, wo hier alles erschaffen wurde. Und das Krasseste kommt jetzt natürlich. Eine Bade. Also unglaublich. Schaut euch das mal an. Eine Holzbadewanne. Direkt im Schlafzimmer neben Bett. Die wird auf jeden Fall eingeweiht werden. Und jetzt kommt natürlich das Prunkstück. Neben dem wunderschönen Kachelofen. Die Aussicht. Das schaut euch das mal an. Alles aus Holz. Da werden wunderschöne Instagram-Bilder entstehen, das weiß ich jetzt schon. Ja, ich bin schon wieder am Planen. Dann schaut man hier raus. Boah. Das Wetter tut dem eigentlich nicht gerecht, jetzt alles werden. Aber es ist schon ein echt schön gemachtes, kleines, schnuffeliges Hotel. Genau, und das hier ist das Haupthaus, was ihr hier seht. Wo die Zimmer, wenn ihr nicht wisst, wie die Zimmer aussehen, ich verlinke euch zusätzlich nochmal meinen alten Blogbeitrag dazu in der Infobox. Da waren wir in dem Zimmer da drüben. Die normalen Zimmer sind mindestens, also wunderschön auch ebenfalls. Das hier ist natürlich noch on top, so diese Kirche, aber die normalen Zimmer sind auch wunderschön. Und da unten befinden sich die ganzen Saunen. So, wir sind jetzt gerade von der Sauna zurück. Musste ja sein. Und jetzt machen wir uns gleich frisch und dann geht's erstmal zum Abendessen und wir lassen erstmal unsere Anreise hier so ein bisschen ausklingen. Und gucken mal, was wir morgen so machen. Wo geht's hin? Zum Abendessen. Bin echt gespannt, was es gibt. Das war letztes Mal schon so lecker hier. Mhm. So, als allererstes haben wir uns jetzt vom Salatbuffet was geholt. Das ist immer sehr, sehr lecker hier. Und der nächste Gang sind so Ziegenkäse-Frischbällchen. Was denn das Hauptessen vergessen wurde? Hier der Nachtisch. Ein Apfeltrio. Wir gehen jetzt in das kleine Bad, unten bei uns in dem Hause. Ja, weil wir haben ja echt das tolle Zimmer, was über dem Badehaus ist. Und deswegen dürfen wir das auch nach Ladenschluss benutzen. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Also komm, los geht's. Boah, was ist denn das für ein Typ? Nicht vergessen, das ist eine ganze Nacke da drauf rumrennen. Ich hoffe, man erkennt was, weil es sehr dunkel und romantisch da unten natürlich ist. Also erstmal hier ganz kurz so eine wunderschöne Chill-Out-Ecke. Hier noch so eine kleine Küche, hier so ein Kessel, wo man sich Schnaps machen kann. Alles geboten hier. Und wenn man es nicht machen will, gibt es auch da eine Schnapsflasche. Genau. Und jetzt kommen wir in die Grotte, in die Salzgrotte. Und das war für uns, als wir das letzte Mal hier waren, das größte Wow-Erlebnis, weil das ist hier ein ganz normales Haus. Und jetzt guck mal, wie es hier drin aussieht. Es ist eine riesen Grotte drin. Nur für uns zwei. Alles mit so Salzwasser, sodass man schön da drin schweben kann. Aber hier dürft ihr nicht rein. Er schaut, ah, ein Mensch. Endlich habe ich einen gefunden. Wir sind hier auf dem Weg zu einer Wanderstelle, die ich gefunden habe. Man möge bitte hinten den Kofferraum ignorieren. Daniel hat ein bisschen Wein gekauft. Weil wenn man in Südtirol ist, dann sollte man Wein mitnehmen, wenn man natürlich welchen trinkt. So, wir sind bei Wandern. Na du. Ist es nicht schön wunderschön hier? Wunderschön. Wirklich toll. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich habe hier diese Bergziege gerade entdeckt. Und da müssen wir hoch. Genau.
Und wen es interessiert, wo wir hier genau wandern, zeige euch mal. Hier in Südtirol, wie wahrscheinlich in vielen anderen Gebieten auch, haben wir hier diese super Wanderkarten. Und wir sind jetzt auf der Route 1 Richtung Mauerberghütte. Hoffentlich hat die auch auf, gell? Wäre schon doof. Ich nenne sie ja noch Ütja Rifugia. Ütja Rifugia. Die meisten wandern mit ganz viel Gepäck. Daniel und ich gehen einfach los in Jogginganzug. Daniel mit seinem schmutzigen Hoodie. Zeig ihn. Den hast du in Australien gekauft. Ganz am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, vor 9 Jahren. Bei einem Rhein oder irgendwo. Stimmt, und hast du mit in Australien, oder? Stimmt, ja. Guck mal, die ganze Ärmel da. Alle schmutzig. So, wir sind oben angekommen. Guck mal, so eine schöne Sicht von hier oben. Ja, und die Alm, wegen der wir eigentlich hauptsächlich hier hoch sind, hat leider zu. Ja, da ist die Maurerberghütte oder Alm. Das erklärt auch, warum kein Mensch hier ist. Ich habe übrigens keine Jacke dabei, weil es unten schön war. Es hat 1 Grad, ein Pulli ist schon so ein bisschen frisch. Aber es ist voll schön. Guck mal, man kann 360 Grad hier die ganzen Berge sehen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir wieder runterkommen. So, wir sind am Wandern. Plötzlich liegt jetzt Schnee. Und das Lustige ist, wir folgen, was folgen wir, so kleinen Fußstapfen. Mach mal Blitz auf. Guck mal, da sind so... Ich habe zum Beispiel nur Sportschuhe an, ne? Guck mal, was ist das? Ist das ein Reh? Weiß nicht. Es hat auf jeden Fall sehr kleine Füße. Aber es leitet uns den Weg. Und seit es hier geschneit hat, war kein Mensch auf dem Papier. Das stimmt. Außer diese Wildsau, diese Ostsee-Bier. Und wir haben ein Reh gesehen, das war gleich neben uns. Ah, da unten ist die Pekol-Hütte wahrscheinlich. Ja! Aber dann sieht sehr zu aus. Ich glaube, die wird gar nicht bewirtet, oh nein. Oder? Nein. Daniel hofft ja. Daniel geht ja eigentlich nur wandern, um dazwischen auf eine Hütte zu gehen oder dort zu landen und dort was Leckeres zu essen. So, wir kommen jetzt zur nächsten Hütte, die leider auch zu hat. Aber guck mal, was es da gibt. Eine Kegelbahn. Das ist wahrscheinlich die höchste Kegelbahn der Welt. Weil wir sind hier bestimmt noch auf was? 1500 Meter? Guck mal, ist das nicht lustig? Hier in dieser Aussicht kegeln, das ist doch mal was. Unsere Wanderung war gestern noch richtig schön und wir haben ganz gemütlich zusammen Abend gegessen und heute geht es schon weiter. Wir fahren jetzt nach Innsbruck, nur für eine Nacht, aber wir sind ganz gespannt auf Innsbruck, weil wir schon ganz, ganz tolle Sachen darüber gehört haben. Und wir haben was zu essen gefunden. Was gibt's bei dir? Rösti mit Spargel. Mit einem, ne, 2 Spargel waren drauf. Ein bisschen mehr. Wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und konnten jetzt auch einchecken hier im Adlers in Innsbruck. Und es ist ein richtig schönes Hotel. Ein übermäßig großes Bad. Ja, endlich mal im... Ja, besonders für so ein Stadthotel. Genau, im Stadthotel. Das ist immer sehr, sehr klein normalerweise. Das ist echt schön. Ich bin ja immer so ein Rainfall-Shower-Freund. Weil wir zu Hause noch so eine alte Dusche haben. Aber das Beste ist natürlich fast der Ausblick. Der ist natürlich grandios, gell? Das ist schon... Über ganz Innsbruck gucken wir. Darf natürlich nicht zu sehr Höhenangst haben. Und wir gucken genau auf die Sprungschanze. Also wenn man hier im Winter wäre, wann ist das immer? Im Januar, gell? Sind diese... Genau, die 4 Schanzen so näher. Genau, da könnte man genau da drauf gucken. Ach, das sieht man sie von hier? Ja, ach so, jetzt. Warte, ich zoome mal ran. Oh, krass. Ist echt toll. Wenn er zu weit springt, liegt er bei uns im Zimmer. Genau. Und man sieht auch die Flugzeuge, wie sie da ganz hinten starten und hier so rüberfliegen. Das Coole finde ich ja, dass man wirklich so, dass sie das Bild mal so angeordnet haben, dass man auch direkt rausschaut. Ja, das ist echt eine tolle Au- Daniel will jetzt Bundesliga gucken. Oh, ich darf doch auch mal. Guck mal, ich habe meiner Mama was mitgebracht aus Österreich. Ich darf es natürlich noch nicht sehen. Weil sie hat ein Pandora-Armband und es gibt so süße kleine Pandora-Sachen. Habe ich was mitgebracht. Gute Tochter. Ja. Und es ist eingetreten. Ich glaube, Daniel wusste das. Deswegen hat er dieses Hotel gewählt, weil es gibt Sky und es gibt Bundesliga-Konferenz. Ich muss wohl jetzt die Aussicht genießen oder ein bisschen online shoppen. So, Anne bereitet gerade alles für ein Instagram-Foto vor. Wo dann ganz spontan aussieht. So ist das. Und danach gibt's lecker. Gehen wir schön essen hier sogar im Restaurant vom Hotel.
Bin gespannt, weil wir sind jetzt doch ziemlich kaputt und... Ja, und das Coole ist, es gibt hier so fertige Menüs, auch für Vegetarier. Und wer wissen will, wie dieses Foto ausgegangen ist, der sollte mir unbedingt auf Instagram folgen. Wir blenden hier mal ein, wie ich auf Instagram und so heiße, weil da poste ich nicht nur Fotos von mir, sondern auch so andere Sachen wie mal ein Sportvideo, ein paar Workout-Tipps und so. Also folgt mir da ruhig. Jetzt im Restaurant und ist wieder eine tolle Aussicht. Und auch sehr, sehr nett hier, weil sie haben extra nach meinen Wünschen gefragt als Vegetarierin. Ist echt super. So, es gibt jetzt als allererstes eine Karotten-Schaumsuppe. Schau mal, wie das aussieht. Krass. Kunst oder Essen? Entscheidet selbst. Und jetzt kommt der Hauptgang. Was gibt's denn? Eine Gemüselasagne. Lecker. Okay, noch der Nachtisch. Ich glaube. Oh ja. Ein flüssiger Lava. Boah, schau mal da rein. Unglaublich. So, was machen wir jetzt noch? Ich muss mich noch abschminken. Aber wir gucken noch ein bisschen Fernsehen und dann bin ich noch gleichzeitig ein bisschen am Shoppen. Aber das habe ich jetzt alles schon ein bisschen auf meinen Insta-Live-Stories gezeigt. Und wir sind schon wieder auf dem Weg. Und schon wieder fährt Daniel. Daniel lässt mich jetzt nicht mehr ans Steuer, nur weil ihr mal sagt, dass ich fahre. Und leider ist draußen ganz, wie würden die Hamburger sagen, Schietwetter. Und wir sind auf dem Weg ins gute alte München. Was ist in München? Was ist in München? Der Wings for Life World Run. Der Wings for Life World Run, an dem ich teilnehmen werde. Aber ich hoffe, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird. Was alle mit ich meinen, ist Bier. Ja, für Daniel ist das nicht so aufregend. Der läuft ja super viel. Also jedenfalls läuft er sehr gut. Zumindest von der Couch zum München. Ja, und ich habe immer ein bisschen so Angst vor so Massenstarts. Aber ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Auch wenn es angezeigt ist, dass es richtig shitty bleibt. So, wir sind jetzt gerade tanken und ich esse jetzt hier noch ein paar Sauerkirschen. Ich finde das ein richtig guter Snack, weil gleich geht es hier ans Laufen und die sind schön lecker. Ich nehme eigentlich immer sowas mit in Urlaub, damit ich auch immer was Gesundes dabei habe, was mich auch ein bisschen sättigt und Kraft gibt. Ich packe euch den Link dazu mal in die Infobox. So, wie war's? Seht ihr das Wetter? Es war die ganze Zeit ungefähr genau so. Aber wir haben 11 Kilometer geschafft. Ja, und wir haben nicht trainiert. Also das, direkt aus dem Winterwochen haben wir jetzt nicht was Gutes getan, sondern es hat auch Spaß gemacht. Und ich finde es immer krass, wie die Läufer, was für eine Community die haben und wie sie überhaupt nichts auffällt. Und das war es auch schon von unserem Vloggy. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir fahren jetzt nach Hause zu unserem kleinen Tammy-Würstel und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.